Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge des letzten Ninja. Und wenn ich nicht totalen Unsinn erzähle, also gut, jetzt mal ausnahmsweise mal nicht, was ich sonst mache, dann dürfte das hier der Windlevel sein, weil das jemand wissen wollte. Das heißt, wir waren im Erdlevel hinter uns und das müsste jetzt der Windlevel sein. Der sieht zwar auch noch Wasser aus, aber der Wasserlevel mit dem, nach meiner Meinung bin ich das noch richtig im Ort, den besten Soundtrack, der kommt noch. Und Feuer kommt definitiv auch noch, weil das werdet ihr sehen, dass da gibt's was Schönes. So, dann wollen wir mal gucken. Wo müssen wir denn hin? Also, wir wollen... Erstmal segnen wir das Zeitliche. Ja, der Ninja ist nicht umsonst der letzte Ninja, denn alle seine Klone sind tot. Ich weiß gar nicht, wo der Death Counter jetzt ist. Also, ich meine, die Nummer hier mit dem Bushido ist auch totaler Unsinn. Also, das muss man dazu sagen. Und ich habe auch das Gefühl, die Gegner werden natürlich pro Level, das werdet ihr später nochmal sehen, auch stärker. Es gibt aber auch im Endkampf, wenn ich das noch weiß, eine unglaublich unsinnige Stelle. Aber wir haben ja die unglaubliche Macht der Safe States. So. Wo sind wir denn nun? Was ist das denn für ein Unsinn? Ja, du bist toll. Habe ich dir schon erwähnt, du bist total toll. Ich weiß gar nicht, wie beeindruckend du bist. Ich bin noch beeindruckender. So. Sind wir denn hier richtig? Weiß keiner, ne? Mann, hier ist ja sowieso, hier wird man ja gar nicht geführt. Und ich bin auch ganz ehrlich, den dritten kenne ich jetzt auch nicht mehr so gut, dass ich den da auswendig kann. Aber ich bin der Meinung, muss man jedes Mal eine Schriftrolle haben? Ich weiß es gar nicht. Erstmal machen wir dich jetzt weg, weil ich das kann. So. Haben wir hier irgendwas, was wir finden können? Da denn Schönes. Gehen wir einfach durch die Levels. Der zeigt mir schon irgendwas an, wenn das wichtig wird. Hoffe ich. Vielleicht veräppelt er mich auch ganz böse. Aber gut, damit müssen wir dann leben. Da habe ich ein Seil. Okay. Habe ich das jetzt? Sieht nicht so aus. Was ist denn das Seil? Ja, das doch. Ah, da. Ach, ich merke diesen Teil immer mehr. Warum haben die das eigentlich bei den anderen Teilen so gut gelöst? Die mussten einfach was total anders machen, ne? So, aber ich habe so das Gefühl, mir fehlt noch irgendwas. Aber das ist egal. Na komm, spring doch einfach. Spring doch einfach. Der Mann der 50.000 Ninja-Rollen. Könnte hier was sein? Na, bin ich Gamer oder bin ich Gamer? Hallo? Ja, ich bin Gamer mit dem Rückenleiden. Das merke ich immer mehr. Warum finde ich das nicht? Warum darf ich das nicht mitnehmen? Nein, das darf ich nicht. Wir gucken uns noch einmal diese ganz unauffällige Stelle an. Na, haben doch die Schriftrolle. Vielleicht muss man jedes Mal eine Schriftrolle finden, um den Level verlassen zu können. So, wir haben auf jeden Fall die Schriftrolle, wir haben ein Seil. Und so wie es aussieht, haben wir das hier abgeräumt. Ja, du kannst mich mal... Ich bin schneller als du. Hahaha. Ich kann so viel Salty schlagen. Da kannst du... Ja, weiß ich nicht. Kuala Lumpur buchstabieren oder so. Frag mich nicht, wie ich darauf jetzt komme, aber... Ich kann ja mal helfen. So, wo geht's hier lang? Hä?
Ich glaube, es ist sehr nett formuliert, wenn man sagt, dieses Spiel hat ein paar Glitches, ne? Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt hier einfach an dieser Disc liegt, mit der ich hier zocke. Also das ist ein Disc-Image. Oder ob das damals wirklich so war, das kriege ich nicht mehr hin. Aber hier sind tolle Sachen. Also die Leute, die das wissen, und es gibt ja viele Leute, die die Teile sogar noch wesentlich besser kennen als ich. War der damals wirklich so fehlerfrei? Fehlerfrei, von wegen fehlerbehaftet. Ich weiß, dass wir in der C64 ein Level weniger haben als die Amiga- und Atari ST-Version. Auch das verstehe ich nicht ganz, aber ja, ihm war danach. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, dieser, hieß ja Nexus oder so, egal, auf jeden Fall dieser eine Level, der war auch nicht so toll, das muss man dazu sagen, aber der war auch nicht so groß, als hätte man ihn nicht machen können. Aber vielleicht war die C64-Version wieder mit Abstand die erste und dann kamen die anderen dazu. So, jetzt bin ich hier am Baum. Muss ich wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ja. Und natürlich müssen wir wieder über den See wahrscheinlich, ne? Ja, super. Na komm. Wir gehen erstmal nochmal baden, denn ein echter Gamer badet. Er springt viel von Klippen, aber er badet auch. Ja, liebe Freunde von RTL, das schockiert euch, ich weiß. Aber euch schockiert ja auch guter Journalismus, mein Gott. Man kann nicht alles haben. Lasst mich raten. Da, schreibt in die Kommentare, das war geil! Ich mach das nicht nochmal, bevor einer fragt. Hey, schaffst du es noch zweimal? Nein. Will ich auch nicht. So. Kann ich den hier machen? Muss ich jetzt nochmal springen? So. Ja, muss ich wahrscheinlich nicht, aber gibt's irgendwo hier. Wir gucken mal, wir waren ja noch nicht unten. Ja, ja. Dreh du dich mal ruhig ein bisschen im Kreis. Schakka, schakka, ich dreh mich im Kreis. Ich tanze meinen Namen, weil ich das so unglaublich kann. La 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 la. Ich kann übrigens ganz auf Knopfdruck hervorragend falsch singen, wenn das einer haben will. Ich weiß, da gibt es einen Let's Player. Ich grüße mal den Dirk. Der weiß dann auch, wer gemeint ist. Und der freut sich jedes Mal, wenn ich das mache. Ich werde irgendwann mal, wenn ich irgendwie mehr total lustig bin, werde ich das mal irgendwann als Let's Play machen. Und dann kriege ich wahrscheinlich 20.000 Klagen. Aber das ist mir scheißegal, weil die Views nehme ich mit. So, da komme ich rein. Hallo? Was soll das? Ach, das ist vergiftet! Ah! Okay, deswegen das Seil. Ja, wir machen das jetzt mal einfach richtig. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, aber... Hä? Verstehe ich nicht. Wir sterben jetzt mal eben, weil ich will jetzt mal wissen, wie es richtig geht. Also macht das Seil wahrscheinlich gar keinen Sinn. Was ist das denn wieder für ein unsinniges Rätsel? So, wir gehen nochmal hoch. Der Gegner muss auch denken, dass wir einen ganz gewaltig am Brett haben. Aber, mein Gott. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, ich hau dich mal eben weg, weil ich brauche, glaube ich, mal eben... Hallo? Willst du mich nicht? Bist du on Glitch? Kann ich hier runter? Kann ich. Okay, so geht's also richtig. Vollkommen unsinniges Rätsel. Macht vielleicht Sinn, wenn man es wirklich mit den normalen Leben macht, aber... Das ist doch totaler Schwachsinn! So, hier muss ich wahrscheinlich wieder... Lasst mich raten, ich hab's gelernt. Wahrscheinlich kann man den... Das sollen wahrscheinlich die Tempel sein. Die kann man wahrscheinlich nur betreten mit der Schriftrolle. Und ich gehe da mal einfach rein. Und in der... Im Tempel gibt's mal wieder richtig Kaschalla. Da gibt's mal wieder richtig ein aufs Fressbrett. Hier, da gibt's auch mal gern nicht nur 5 gerade, sondern 10 gerade. Versteht ihr? 10 gerade, ne? Hier, 10 gerade, 10 raus. Besser Arm dran als Arm ab. Beinhart wie ein Schläger. Versteht ihr? Beinhart wegen Knochen. Ach, okay.
Ich höre auf mit schlechten Witzen, die selbst Mario Barth nicht verwenden würde. Und das heißt schon was. Your battle continues, genau. Muss ich Seiten wechseln oder ist hier auch noch Level 3 drauf? So. Was ist das für eine spannende Ladesequenz? Es ist sehr bunt. Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Das sieht nicht so aus. Hervorragend. Ja! Ich mag sowas. Wir sehen uns gleich nach dem Cut. Hallo und herzlich willkommen nach diesem kleinen, nennen wir es mal, Download und Upload und Loading Problem. Ja, ich habe heftig durchgeatmet. Ich habe für die Leute, die das mal wissen wollen, was man bei seinen Let's Plays trinkt, das ist ein Doppelmocker. Ich zeige euch das mal eben. Das war er. Die meisten Let's Player kennen das. Es gibt immer so Games, die einen in den blanken Wahnsinn treiben. Die auch sicherlich markerschütternd sein werden. Ich habe Stage 1 und Stage 2 jetzt viermal zocken dürfen. Einmal, weil das Disk-Image, was ich beim ersten Mal verwendet habe, defekt war. Das zweite Disk-Image lief nicht mit dem Emulator. Das dritte Disk-Image hatte das Problem, dass es noch mehr Glitche hatte als ohnehin schon. Ich hatte zum Beispiel so einen schönen Glitch, dass der Ninja in einem Baum versank, in einem Bergmassiv versank und die Run-Stop-Funktion bei solchen Sachen funktioniert nicht. Das wäre ja sonst zu sinnvoll, ne? Ja, das heißt, das ist jetzt der vierte Versuch gewesen. Und ich möchte mit euch einfach diesen schönen Level genießen. Dieses doch so tolle Spiel, das ich unglaublich mag. Und wenn ich mal irgendwann ein Let's Battle oder Let's Race gegen irgendjemanden mal verliere, dann befürchte ich, wird er wahrscheinlich davon einen Speedrun haben wollen. Mein persönliches Hassding! So. Seid ihr doch noch ein bisschen gespannt, was wir noch in diesem kleinen Level sehen. Und ich werde jetzt einfach mal die ersten Schritte machen. Was auch ganz lustig ist, es gibt eine, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, eine Paradefunktion. Also man kann hier auch parieren. Es ist aber genauso hervorragend umgesetzt wie vieles andere auch. Habe ich jetzt eine Waffe? Jetzt habe ich eine Waffe. Deswegen habe ich auch sofort wieder Bushido verloren. Also es scheint tatsächlich in den Mini-Stages nicht unbedingt eine Auswirkung zu haben. Ich vermute mal, dass da einfach die Endgegner dann härter werden. Ihr seht, was hier mit mir, jetzt werfe ich auch noch Ninja-Sterne. Ich mag dieses Spiel immer mehr. Wenn einer der Meinung ist, ich bin einfach ein unglaublich schlechter Spieler, ich besuche dich. Und dann wirst du sehen, was du davon hast. Ja. Es sind diese Videospiele, die einen gewalttätig machen. Und nicht irgendwelche Shooter oder irgendwelche anderen Sachen. Aber dieser Klang der Musik, das ist auch, glaube ich, eins der meisten remixten Theme. Ist auf jeden Fall von der Last Ninja 3 Serie. Ich finde den sehr gut. Und jetzt genießen wir einfach mal als Ausklang. Nennt es mal eine persönliche Katharsis. Geh einfach mal ins Wasser. Das hat, glaube ich, der Märchenkönig Ludwig II. Auch gemacht, aber, glaube ich, in anderem Sinn, glaube ich. Ja. Ich brauche das jetzt einfach mal als Balsam für die Seele. Ich genieße dieses Spiel einfach mal, obwohl ich weiß, das ist definitiv das schlechteste aller Games. Ich kann auch noch mal eben kurz was erzählen. Ich werde mir einen Spaß machen, dass ich natürlich zu einem Longplay verlinke, wo ihr dann auch diesen Level seht, den es hier eben nicht gibt. Also der ist nicht wirklich spannend und ich werde mal gucken. Ich habe das auch gefunden, dass es ein Demo gibt von dem Intro zu Last Ninja 4, was ja nie kam. Und wo man dieses Game hier auch sieht, kann man auch wahrscheinlich recht froh sein, dass es nie kam, weil ich glaube, das wäre der totale Ausfall gewesen. So, wir hauen den jetzt nochmal um und dann entschuldige ich mich für diese spannende und total innovative Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir den Wassertempel an mit einer der wohl besten Songs
aus der ganzen Last Ninja-Reihe. Ich meine, die Last Ninja-Reihe steht ja für hervorragende Musik. Und der Level passt da wunderbar rein. Genießt einfach mal ein bisschen diesen Ausklang. Ich gehe ein wenig in die sonore Stimme und verabschiede mich im nächsten Part. Und dann machen wir den Wasserlevel, den Feuerlevel und das Nichts. Und viele sagen, Last Ninja 3 hat was mit dem letzten Level gemein. Richtig. Was für den Angry Video Game Simon's Quest 2 ist, ist für mich wahrscheinlich jetzt Last Ninja 3. Ich hasse es! Abonnieren, kommentieren, bewerten und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder.